La Moselle Fabriqué en France. Sie werden in Frankreich hergestellt und es sind sehr außergewöhnliche Wohnwagen. Hier diesmal im Pril-Design, so kann man sehen. Lauter Pril-Blumen sind draufgeklebt und es ist wirklich ein ganz spannendes Design für 30.990 Euro. Wir gehen da gerade mal ein Schrittchen zurück. Das ist schon ziemlich lustig und er heißt Liberty 440 PC und hat uns direkt angesprochen, weil er wirklich ziemlich schick ist, oder? Ja, Liberty, Freiheit, super. Ja, in Rot. Ist halt die Frage, das ist halt so Geschmackssache, aber wenn man, ich sag mal, so kleine Kinder hat oder irgendwie drauf steht, dann kann man sich ja sowas zulegen. Ein interessanter Wohnwagen mit einem ganz anderen Grundriss, wie man das gewohnt ist. Ich gehe mal kurz drum rum, du wartest mal auf mich, dass wir das Ganze auch mal von hinten sehen. So sieht das Fahrzeug dann von hinten aus, der Wohnwagen von La Moselle. Und hier sieht man auch nochmal Blümchen pur, steht im Wohnwagen. Ziemlich cool. Wir gehen mal rein, gucken uns an, was machen die anders als viele andere. Es fällt ja auf, Liberty 440 PC, 6,38 Meter, Breite 2,25, 1,6 Tonnen, optional auf 1,8 und die Zuladung 357 oder 557 Kilo, GFK-Dach und Seitenwände. Das heißt also, es ist hagelfest. Was fest? Hagelfest. Hagel? Ich habe Hardy fest. Okay. So. Hier. Fliegengitter. Fliegengitter. Aufbautür, die kannst du teilen. Hast du schon mal gesehen? Wie teilen? Teilen, das ist wie so eine Pferdebox. Da kannst du hier unten aufmachen. Warte, ich kann es dir mal zeigen, wenn du willst. Da kannst du, du kannst also jetzt mal reingehen. Geh mal rein. Du kannst hier unten öffnen. Oben, Da kannst du hier unten zumachen. Und mach jetzt mal unten zu. Genau, wie beim Pferd, ja. Kannst du. So, jetzt einmal plump winken, bitte. Moment. Sehr schön. Komm, lass mich mal rein. Du bist so albern. Nein, bin ich gar nicht. Gut. Wir sind nur, ja, es ist Samstagnachmittag. Aber trotzdem, guck mal hier innen drin, die Sitzgruppe, das ist nämlich ganz interessant. Die ist ziemlich spacig. Das ist ja cool. Halbkreismäßig. Halbkreismäßig. Ja. Also nicht so, ich sag mal so, ja, ich sag jetzt nicht langweilig, aber so, ja, wie alle anderen anders, halt. Anders, auf jeden Fall anders, doch. Große Fenster, die auch eine andere Form haben. Das macht es, glaube ich, ein bisschen aus. Cooler Ausblick auch dann so. Ja, auf den nächsten Wohnwagen. Ja. Aber es erinnert mich so ein kleines bisschen so an den amerikanischen Wohnwagen, wenn du drin bist. Ich setze mich mal kurz hin, da drauf. Mach sogar face to face. Face to face. Face to face. Schau mal die Augen kleines. So, und das ist so. Und da hast du dann hier die Möglichkeit, dass noch mehr Leute sitzen können. Mindestens fünf oder? Ja, fünf oder sechs können hier sitzen. Ja. So der Mittelpunkt hier in dem Wohnwagen hast du dann. Dann ja auch die Küche ein bisschen anders. Das ist hier natürlich ausgeschnitten, dass du noch mal rauskommst. Du kannst ihn nämlich drehen, den Tisch, siehst du? Dann hast du die Möglichkeit, dass du auch ordentlich rauskommst aus der Nummer. Sehr gut. Und dann? Sehr ordentlich. Ja, großer Spiegel linke Seite. Bedienfelder sind da. Wir haben eine Truma, ein CP Plus Bedienfeld ist da. Küche, Kleiderschrank. Warte, wir gucken mal rein. Der geht tief. Ist ein Wohnwagen. Die haben immer große Kleiderschränke. Ist so. Mhm. Aber es kommt noch viel besser. Wir haben ein Heckbad. Guck mal, links. Oh, okay. Das habe ich gar nicht gesehen. Warte. Du hast also hier ein französisches Bett. Direkt vom Bett rein in die Dusche. Ein französisches Bett okay. Und hast ein Heckbad mit einer Heckdusche, einem Heckschrank. Und das ist die Dusche, die du dann auch verwenden kannst, um irgendwelche Sachen aufzuhängen, zu transportieren und zu tun. Hier ist auch die Toilette verstärkt. Da ist das Klo. Ganz im Heck. Ist ja witzig. Hast du nicht so oft normalerweise bei den Grundrissen. Das hier ist ein sehr, sehr. Wo ist die Toilette hin? Ein sehr, sehr offener Grundriss mit abgetrennter Dusche davor, Toilette, sodass du auch viel Platz hast für die Beine. Ja. Du kannst dann Toilette von Dusche trennen. Und du hast hier natürlich die Möglichkeit, diesen ganzen Raum auch zu nutzen hier. Oben ein riesen Heki, was drin ist von Remi. Heki, ein Hebekippfenster. Ja, das Bett, bitte mal drauf. Da ist speziell hier für die Füße, für dich. Nee, die kannst du drin lassen. Einfach mal komplett durch. Die Füße ruhig mal drauflegen auf die. Ein Fußding. Also Platz für zwei Mumien.
Ja, genau. Hast du dann Ambientebeleuchtung? Sehr schön. Und das ist übrigens die Waschecke. Sehr großes Bett. An der Seite. Auf der Kopf frei, keine Schränke, wo man gegenstoßen kann. Oberschenkel. Und hier der Küchenbereich, wenn du reinkommst, der natürlich zentral hier drin ist. Mit drei Flammen Kochfeld von Tedford und Spüle, Abluft. Hier ist noch so ein kleines Sideboard, ziemlich lustig. Was für ein Kühlschrank. Ja, der ist so groß wie du. Ja. 1,75 mit Schuhen. Sogar größer. Gut, dann war es unten. Noch so ein kleiner Stauraum. Das ist krass, was so ein paar, ich sag mal, Blumen draußen ausmachen, dass die Leute dauernd rein wollen. Und sobald wir natürlich filmen, will hier jeder rein. Das ist automatisch, weil die sagen, na, wenn die den extra filmen, dann muss es ja was ganz Besonderes sein. Dann muss es was Besonderes sein, auf jeden Fall. Kamera zieht Leute auch immer an. So, bitte unten mal öffnen. Auszug. Das ist auch. Und noch wahrscheinlich ein Mülleimerchen. Oder das ja auch. Hier ist noch Mülleimer. Da ist Schmutzwäsche. Schmutzwäsche? Ja. Okay. Was auch immer man reintun will. Eine coole Dunstabzugshaube hast du mit dabei. Die Luft geht auch nach außen. Soft close. Wird dann hier gefiltert mit einer Uhr. Wir haben schon 6 Uhr. Oh, wir müssen nach Hause. Und du hast natürlich unter der Sitzbank noch jede Menge Platz, aber netter, ich sag mal, netter Gimmick ist natürlich, die Frage ist, wie kriegt man das hier verdunkelt? Wahrscheinlich gar nicht. Deswegen ist es. Doch, guck mal hier, rechts und links. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt aufmachen können, aber. Ja, machen es einfach mal. Und die werden dann hier unten mit dem Reißverschluss einfach zugemacht. Also muss man sich das so vorstellen. Ja, sind sie zu. Ja, okay. Du darfst nochmal zusammenwickeln. Geht aber schnell. Ist übrigens blickdicht. Haben wir eben schon ausprobiert. So, am nächsten Morgen macht man dann auf und hast du von beiden Seiten dann die Verdunklung. Hier ist nochmal ein kleine Ablage drin. Und natürlich, das darf auf keinen Fall fehlen, der Schuhschrank. Der Schuhschrank im Eingang. Da ist er. Von La Moncelle. Ja, auf der Messe. Außergewöhnliche Wohnwagen, man sieht sie nicht so oft. In Frankreich sieht man sie relativ oft. Ich wohne in Frankreich und da ist La Moncelle natürlich das erste Mittel der Wahl. Und mit dem Blümchenmuster, das fällt unglaublich auf. Und damit hast du natürlich dann die Blicke auf dich gezogen, die positiven Blicke. Mal ein bisschen anders wie normalerweise das Holz, das braune, was du hast, ja. Was auf der anderen Seite ist. Blümchen, was braucht man mehr? Liberté. Liberté. La Moncelle, Liberté. 440 PC. Tschüss.